Hallo, heute kommen wir zum Thema Schweißen. Schweißen ist eine Verbindungstechnik, die wir an unseren Oldtimern natürlich in ausreichender Form vorhanden haben. Und wir werden uns drei Schweißverfahren uns genauer anschauen. Einmal links das Autogen oder auch das Gasschmelzschweißen genannt. Hier in der Mitte das Schutzgasschweißen, sprich das MAG-Schweißen, das Metallaktivgasschweißen. Und hier zu meiner Rechten das Widerstandspunktbrechschweißen. Alle drei Verfahren wurden quasi in unseren Oldtimern und Youngtimern verwendet. Und wir werden uns dann anschauen, welches Schweißverfahren für uns das geeignetste ist. So, ich habe hier mal ein Musterbeispiel. Und das sehen wir deutlich. Hier haben wir zum Beispiel eine Türgriffmulde. Wenn wir die Sache mal auf der Rückseite betrachten, sehen wir deutlich hier oben der Einsatz der Widerstandspunktpresszange. Wir sehen deutlich hier einen Reparaturansatz durch Gasschmelzschweißen. Und wir sehen hier unten einen Reparaturansatz mit MAG-Schweißen, sprich Schutzgasschweißen. Und so ist es auch in unseren Youngtimern, dass an den verschiedenen Verbindungsarten oftmals unterschiedliche Einsatzzwecke von Schweißgeräten notwendig wurden. Und auch im Reparaturfall kann es passieren, dass man hier die Wahl von unterschiedlichen Methoden hat. Ja, was verstehen wir eigentlich unter dem Bereich Schweißen? Schweißen ist eine Verbindungsart, wo der Grundwerkstoff aufgeschmolzen wird. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, ab wann schmilzt Stahl. Wir können davon ausgehen, dass dieser Stahl, den wir hier als Reparatur in der Reparatur einsetzen, ungefähr einen Schmelzpunkt von 1460 Grad hat. Das heißt, wir brauchen 1460 Grad, um den Grundwerkstoff aufzuschmelzen, um dass er eine Verbindung mit den anderen Metallen eingeht. Alles, was unter die 1460 Grad ist, also sprich nicht schmilzt, nennt man später mal Löten. Beim Schweißen haben wir jetzt das Problem, ist die Temperatur jedoch zu hoch, brennen wir uns lauter Löcher rein. Und diesen Trick, wann ich quasi, wie ich die Temperatur regel, wie ich den Vorschub verändere, das zeigen wir Ihnen gleich bei allen Verfahren. Und natürlich, wenn wir hier auch typische Fehlerquellen analysieren und werden schauen, wie ich quasi in den Schweißen später mal die optimale Verbindung bekomme. Weil das Problem ist, manchmal lässt sich die Schweißnaht anschließend schlecht kontrollieren und wir wollen doch alle haben, dass das Blech auch richtig festsitzt. Wir kommen jetzt zum Thema Gasschmelzschweißen bzw. auch Autogenschweißen genannt. Und ein wichtiger Aspekt ist die besondere Schutzausrüstung, das heißt, wir brauchen Handschuhe, die temperaturbeständig sind. Wir brauchen eine Schutzbrille und zwar eine Schutzbrille mit der Dünnung des Glases A5.1. Das heißt, wir müssen nachher die Schmelze beobachten. Nur wenn wir die Schmelze ordentlich beobachten können, können wir auch nachher ein gutes Schweißergebnis bekommen. Zu der Anlage selber, die besteht einmal aus Sauerstoff und einmal aus dem Brennstoff Acetylen. Das heißt, oben drauf sitzen jeweils zwei Armaturen. Die Armaturen sind so einzustellen, dass die Drücke eingestellt werden, einmal bei Sauerstoff auf 2,5 bar, bei Acetylen auf einen Druck ungefähr 0,4 bis 0,5 bar. Das ist der Arbeitsdruck. Man kann auch sagen 1 zu 5. Weiterhin achten wir darauf, dass alle Armaturen dicht sind. Das heißt, vorher haben wir die Anlage geprüft durch Schäume, dass die Anlage absolut dicht sind. Die Schläuche dürfen keinerlei Rissbildung haben und auch die Ventile sind geprüft, sodass quasi von der Arbeitssicherheit das Ganze funktioniert, sonst macht das Ganze irgendwann keinen Spaß und ist zu gefährlich. Wir haben jetzt hier zur Auswahl zwei Brenner. Das ist der ganz normale, gewöhnliche Gas-Sauerstoff-Brenner, den wir alle kennen. Der ist im Normalfall für den Heizungsbau und sonstige Gasschmelzarbeiten optimal gewappnet. Ich habe mich jetzt entschieden für den kleinen Mini-Therm, ganz einfach deswegen, weil er etwas handlicher ist. Jedoch kann ich mit beiden das gleiche Ergebnis schaffen. Vornherein schraube ich mir jetzt hier quasi einen Einsatz. Ich wähle jetzt den Einsatz 0,5 bis 1 mm Blechstärke, weil es gibt verschiedene Brennereinsätze. Das geht hoch bis auf 4 bis 6 mm, je nachdem, was ich später mal schweißen will. Durch dem, dass wir ein Blech haben mit circa ungefähr 0,8 bis 1 mm, wähle ich jetzt hier die Brennerstufe, in dem Fall 0 oder 0,5 bis 1, je nachdem, was für ein Hersteller ich besitze. Ich schraube das Ganze jetzt auf, richte jetzt quasi den Brenner aus und stelle als nächstes erstmal den Gasdruck ein. Dazu mache ich Folgendes, ich mache das Sauerstoffventil auf
und drehe jetzt quasi oben am Ventil so lange, bis der Gasdruck von 2,5 bar aus dem Mundstück austritt. Dazu drehe ich mal da dran. Das Ganze schließe ich jetzt wieder. Ich mache das gleiche auch mit dem Brenngas. Den stelle ich mir jetzt ein auf 0,4 bis 0,5 bar. Wie Sie gemerkt haben, haben wir während des Einstellens das Ventil geöffnet, weil wir wollen die effektive Durchflussmenge prüfen. Wenn Sie feststellen, beim Austreten vom reinen Gas riecht es ein bisschen nach Faulgase, das ist beabsichtigt, ganz einfach, damit wir relativ schnell merken, ob die Anlage undicht ist. Ich habe mir hier so einen selbstgemachten Halter gebaut, der dient auch für die Arbeiten am Oldtimer optimale Zwecke, weil wir wollen nicht bei jedem Zweck den Brenner abschalten, sondern ich kann hier mit dem Brenner sicher einhängen und kann auch mit offener Flamme Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleisten. Ganz wichtig ist, dass wir hier einmal einen Test machen. Wir schauen nach, ob die Drücke sind, ob keine Geruchbildung da ist, schauen nach, ob alle Schlauchverbindungen da sind. Und jetzt gehen wir zum eigentlichen Schweißen. Sie haben gemerkt, beim Starten eines Autogenbrenners muss man eine richtige Reihenfolge einhalten, sonst ist schon der Startvorgang ein Problem. Deswegen machen wir Folgendes. Bevor wir starten, richten wir erstmal den Brennerhals und das Griffstück optimal aus, schauen nach, dass Dichtheit da ist, schließen beide Ventile und jetzt drehen wir zuerst den Sauerstoffhahn, das Sauerstoffventil hier blau gekennzeichnet, auf und danach das Brenngas, ganz einfach deswegen, wenn der Sauerstoff zuerst rausströmt, wird der Schmutzanteil entfernt. Wir haben keine Rußbildung, das heißt, ich drehe das auf, das Griffstück. Und wenn man sich das vorstellt wie ein Uhrzeiger, drehe ich ca. eine Stunde Sauerstoff auf, drehe eine Stunde Acetylen auf und jetzt starte ich das Ganze mit einem Anzünder und der Brenner springt an. Wenn ich jetzt abstelle, drehe ich zuerst das Gas zu, Sauerstoff strömt nach und danach verschließe ich. Sie haben gesehen, dass ich zum Anzünden hier irgendwo ein Feuerstein benutze. Bitte niemals ein Feuerzeug benutzen. Ja, die Brandgefahr ist viel zu groß, deswegen immer mit einem Anzünder anzünden, um hier keine Gefahr von Flüssiggas zu erreichen. So, jetzt starten wir nochmal optimal. Das heißt, wir drehen jetzt wieder auf. Eine Stunde Sauerstoff, eine Stunde Gas, halten den Brenner nach gerade, zünden und jetzt sehen wir deutlich eine Flamme und ich zeige Ihnen jetzt mal hier, was man verändern kann. Der Flammenkegel hat jetzt ungefähr eine Länge von 4 bis 5 mm. Drehe ich jetzt das Gas zu, sehen Sie, dass der Flammenkegel immer kleiner wird und auch die Flamme wird vom Geräusch her immer härter. Das heißt, ich stelle ihn jetzt mal hier ein auf 4 mm. Drehe den Sauerstoff zu und wenn ich den ganz zudrehe, werde ich irgendwann merken, der Flammenkegel wird länger. Jetzt habe ich optimal da drinnen zu sehen, da drinnen ist die eigentliche Flamme und das Ganze da vorne ist die Beiflamme. Und jetzt drehe ich den Sauerstoff wieder so zurück, bis beide Flammenkegel deckungsgleich sind. So, und diese Flamme nennt man auch die neutrale Flamme. Und wir haben jetzt ungefähr, dass man eine Vorstellung hat, vorne an der Brennerspitze, hier ungefähr 2 mm vor der Brennerspitze, eine Temperatur von 3000 und mehr Grad. Das heißt, wenn wir bedenken, dass der Stahl bei 1460 Grad schmilzt, müssen wir nachher durch Abstand und durch Geschwindigkeit die Temperatur regeln, weil die Brennereinstellung bleibt jetzt während dem eigentlichen Schweißvorgang immer gleich. So, wichtig ist auch das Ablegen des Brenners. Hier haben wir einen sicheren Halter, wo hier zu anderen Zwecken der Brenner die Flamme weiterhin an sein darf. Verlasse ich hier meinen Schraubstock, dann ist natürlich der Brenner generell abzustellen. Und jetzt müssen wir vor dem Schweißen ein paar Schweißvorbereitungen treffen. Das heißt, wir stellen wieder ab. Zur Erinnerung, abstellen, zuerst Gas zudrehen, Sauerstoff nachströmen lassen, Sauerstoff verschließen, einhängen. Und so kann der Brenner eingehängt bleiben. Ich muss nicht die Ventile schließen, sondern erst, wenn ich jetzt, sag mal, über längere Zeit zur Pause oder abends weggehe, dann schließe ich auch die Ventile und dann muss ich auch
später mal die Schläuche und die Armaturen quasi mit Gas entlasten, um hier eine kleine Brandlast darzustellen. Bevor wir eigentlich schweißen, ist eigentlich das Wichtigste die Schweißvorbereitung. Wir werden anschließend sehen, dass das Schweißen selber gar keine große Kunst ist. Die Schweißvorbereitung ist die große Kunst. Das heißt, wir müssen nachher Bleche zueinander bringen, die absolut passgenau sind. Wir wollen jetzt hier die klassische I-Naht schweißen, auf Deutsch die Stumpfnaht. Das heißt, wir lassen jetzt oder versuchen es zumindest, dass wir beide Materialien verlaufen lassen. Da gibt es jetzt eine Schwierigkeit gleich. Hier haben wir einmal das lose Blech, ein kleines Blech, und hier haben wir das Blech, das über einen Schraubstock geführt wird. Denken Sie mal an Ihren Fahrzeug. Sie haben ein großes Blech, das drin sitzt, das ganz anders Wärme aufnimmt wie das Reparaturblech. Das heißt, wir werden beim Schweißen den Brenner, je nachdem, wie die Wärme benötigt wird, müssen wir den Brenner schwenken und wir müssen auch den Brenner neigen. Jetzt habe ich in der Hand hier so ein Schweißdraht. Wir wollen jetzt schweißen, aber ohne Draht. Wir wollen beide Materialien verlaufen lassen, sodass quasi wir keinerlei Zusatzmaterial haben. Da, wo kein Zusatzmaterial ist, müssen wir später auch nichts wegschleifen. Das heißt, umso genauer ein Blech gearbeitet ist vom Zuschnitt, umso weniger Zusatzmaterial brauche ich. Wenn jetzt jedoch ich Zusatzmaterial brauche, bin ich einfach hergegangen und habe dieses Zusatzmaterial von meinem Reparaturblech, von meinem übrigen Reparaturblech einfach abgeschnitten. Das heißt, ich habe mir hier ungefähr 0,8 mm Draht von meinem Blech abgeschnitten und das hat den großen Vorteil, dass mein Grundwerkstoff und mein Zusatzwerkstoff dieselbe Schmelztemperatur hat. Ich habe jetzt den Draht so ein bisschen als Angstdraht in der Hand, ja, für alle Zwecke. Man könnte nämlich theoretisch noch eins machen: Wenn die Schmelze zu heiß wird, könnte ich den Zusatzdraht in die Schmelze stecken, dadurch kühle ich die Schmelze ab. Wir können jedoch jetzt nur beim Schweißen, während des Schweißens, das Ganze regeln, einmal über den Brennerabstand und über die Brennergeschwindigkeit. Die heißeste Flamme entsteht ungefähr 2 mm vor der Brennerspitze. Ja? Also wir werden jetzt hergehen und werden zu ca. 3 bis 4 mm Differenz zur Brennerspitze haben, zum Blech, und beobachten jetzt die Schmelze. Und sobald die Schmelze von einem teigigen Zustand in einen wässrigen Zustand übergeht, dann habe ich die Schmelzung erreicht und ich muss den Brenner bewegen. Das heißt, wir müssen aber im Vorfeld, bevor wir schweißen, erstmal heften. Das heißt, ich setze jetzt quasi alle 10 bis 15 mm einen Heftpunkt, um das Blech erstmal zueinander zu stabilisieren. Dazu ziehe ich meine Brille auf, nehme den Brennereinsatz und fahre mit dem Brennereinsatz und einen Winkel von 15 Grad hier drauf, schmelze beide Bleche an, lege den Brenner wieder ab und jetzt kommt ein Effekt. Nach jedem Auseinandergehen, wo jeder sagt, autogen schweißen, da verzieht sich doch alles, da muss ich Sie enttäuschen, weil wenn die Wärme das Blech auseinander treibt, so kommt das Blech auch wieder zusammen. Ich mache den nächsten Hefter, ca. 15 mm daneben, aufschmelzen, abkühlen lassen. So, jetzt nehme ich mal die Zange weg und jetzt kann ich nur allein durch Neigen des Bleches den Abstand wieder kontrollieren. Immer da, wo die Bleche zueinander stehen, aufschmelzen, abkühlen. Und Sie sehen, immer beim Abkühlen muss ich jetzt darauf achten, dass die nächste Stelle, wo zum Heften kommt, genau parallel liegt. Heften, ablegen. So, nachdem der letzte Punkt erfolgt ist, müssen wir das Teil etwas richten. Dazu nehme ich einen Gegenhalter und einen Hammer. Und richte mein Blech aus. Ich drehe das mal ganz so um, dass man die Rückseite sieht. Richte auch hier nochmal kurz nach. So, und jetzt sehen wir, weil jeder denkt jetzt sofort, aha,
das Blech verzieht sich. Ja. Wir haben das Blech die Möglichkeit gegeben auszudehnen und wenn es wieder zurückkommt, ja, hat es genau die Richtung, die ich haben möchte. Und jetzt haben wir das Blech einfach nur geheftet und jetzt kommt der eigentliche Schweißvorgang. Man schaut doch mal nach, sind auf der Strecke irgendwelche Punkte, die zu groß oder zu klein sind, weil ich muss jetzt beim Schweißen, und zwar beim Normalschweißen, der Rechtshänder schweißt von rechts nach links, der Linkshänder schweißt jetzt von links nach rechts, weil alle Bleche bis 3 mm ungefähr Stärke schweißen wir ebenfalls, jetzt in dem Fall von rechts nach links. Und wir beobachten jetzt die Schmelze und ich habe jetzt ein Problem. Wenn ich jetzt gleich schweiße, kann ich ja während den Schweißen nicht unten drunter schauen, was die Schmelze, was die Wurzel macht. Das heißt, ich orientiere mich an der Oberfläche. Wenn die Schmelze eine gewisse Breite hat, ungefähr 3 bis 4 mm, dann hat unten auch das Teil eine Wurzel, weil das Hauptproblem oftmals beim Schweißen ist, wir haben oben drauf eine super Naht, aber die Naht hält nicht. Und kein Mensch der Welt geht nach dem Schweißen her und reißt das Blech wieder auseinander. Also verlassen wir uns auf unsere Schweißergebnisse. Das heißt, wir müssen später mal kontrollieren. Und die Kontrolle heißt für uns, wir schweißen jetzt hier oben drauf, lassen das Blech zusammenlaufen und wenn wir dann das später kontrollieren, jetzt geht das natürlich. Das heißt, später mal im Auto, wenn ich schweiße, kann ich das oftmals nicht kontrollieren, weil ich hinter einen Kanal eingeschlossen habe. Auch beim Schweißen am Auto muss man immer darauf achten, von der Arbeitssicherheit her, dass natürlich kein brennbares Material hinten dran ist, dass keine Kraftstoffleitungen laufen und. Aber ich denke mal, das versteht sich von selbst, dass wenn ich schweiße mit einer offenen Flamme, keine Brandlast irgendwo vorgefunden wird. Dann habe ich auch ein zweites Problem, und zwar, ich muss quasi die Naht ausrichten, das geht nicht ohne. Das heißt, ich muss später mal die Trennstelle so legen im Automobil oder im Oldtimer, dass ich hinterher auch die Möglichkeit haben kann, nachzurichten. Und da ist jetzt das Problem beim Autogenschweißen, wenn ich später mal einen Schweller einschweiße und mache das quasi autogen, habe ich das Problem, dass ich schon schlecht das richten kann. Deswegen empfehle ich dieses Autogenschweißen immer dann, wenn ich da zum Beispiel aus mehreren Blechen ein komplexes Bauteil baue, einen Motorradtank, einen Kotflügel, einen Ansatz und ich hinterher das nachrichten kann. Sobald ich aber quasi sagen kann, das Richten ist eingeschränkt, gehe ich auf das Schutzgasschweißen, sprich das Max-Schweißen über, das wir gleich auch zeigen werden. Jetzt aber das eigentliche Schweißen. Ich setze jetzt den Brenner an, wieder 2 mm Brennerabstand, ungefähr 15 Grad Brennerneigung und jetzt gehe ich her und schweiße, in dem Fall als Rechtshänder, von rechts nach links. Man nennt dieses Schweißen auch das stechende Schweißen. Und jetzt probiere ich einfach mal meinen Glück. Wichtig ist bei der ganzen Sache, das Material immer aufschmelzen. Ich sehe die Schmelze und habe jetzt an der Schmelze ungefähr eine Breite von ca. 3 bis 4 mm. Und ich tue jetzt nur durch meine Geschwindigkeit und durch meinen Abstand die Temperatur am Blech regulieren. Weil ich kann es nicht während des Schweißens gleichzeitig an meinen Armaturen rumschrauben. Also beobachte ich immer wieder meine Schmelze. Und dazu ist natürlich wichtig, dass meine Augen und meine Sehstärke genau auf das Ganze abgestimmt sind. Ist einer Brillenträger, dann muss er sich natürlich eine Brille nehmen, die optimal in eine Brille zum Schweißen eingebaut ist. Jetzt bin ich hinten angekommen, habe einfach Glück gehabt und ich sehe hier eine gleichmäßige, relativ gute Decklage. Jetzt gehe ich als erstes mal her und tue im warmen Zustand diese Decklage abklopfen. Das heißt, ich nehme wieder einen Gegenhalter, lege den unter und richte meine Schweißnaht aus. So, schauen wir das Ganze mal von der anderen Seite an, klopft es auch nochmal kurz ab. Und jetzt beurteilen wir die Schweißnaht und sehen jetzt hier, dass hier auf der Rückseite eine saubere Wurzel entstanden ist. Hier sehen wir die Wurzel
Und hier sehen wir nochmal im Vergleich die Decklage. Ja, der Vorteil beim Autogenschweißen ist, ich kann diese Naht jetzt so weit abschlichten und abglätten, dass hier oben drauf keinerlei Schleifarbeit notwendig ist. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich jetzt quasi weiterarbeiten will mit einer sogenannten Rollstreckmaschine oder mit anderen klopfenden und treibenden Werkzeugen. Dafür ist die Autogennaht eigentlich die beste Naht, weil die Autogennaht ist die einzige Naht, die ich nachträglich gut bearbeiten kann, ohne dass neben der Schweißnaht eine Rissbildung entsteht. Deswegen wird oftmals dieses Autogen-Gasschmelzschweißen auch genannt, bei Bauteilen benutzt, wo man aus mehreren Einzelbauteilen ein Segment anfertigt, das später mal durch andere Maschinen wieder weiter umgeformt wird. Deswegen ist auch dieses Autogenschweißen in der Oldtimer-Szene so beliebt, wenn man es kann. Ja, und dazu bedarf es etwas Übung. Und Schweißen ist im Prinzip Learning by Doing. Und Schweißen nochmals ist ca. 90% eigentlich Schweißvorbereitung, genau die Bleche zueinander liegen, genau ausrichten, die Flammeeinstellung, das Flammenbild, ja, dann die richtige Geschwindigkeit, der richtige Abstand und dann funktioniert auch die Schweißnaht. Die Autogennaht, wo wir als klassische Stumpfnaht jetzt geschweißt haben, haben wir jetzt quasi im Liegend geschweißt. Natürlich geht die Schweißnaht auch stehend oder über Kopf. Natürlich in den ganzen Zwangslagen, wie zum Beispiel über Kopf, ja, wird das Ganze ein bisschen ja, aufwendiger. Man braucht ein bisschen mehr Geduld. Und je nachdem, ich habe festgestellt, umso geeigneter die Schweißposition ist, umso geeigneter wird auch das Ergebnis. Und so eine Autogennaht ist natürlich die Königsklasse und lässt sich jederzeit wunderbar jetzt anschließend mit irgendwelchen Werkzeugen bearbeiten. Wir kommen jetzt zum Thema Schweißtechnik und zwar speziell zu diesen RP-Schweißen oder bekannter unter dem Namen Widerstandspunktpressschweißen. Vor Jahren war das noch eine recht teure Angelegenheit. Ja. Mittlerweile sind diese Zangen günstig auf dem Markt zu bekommen, entweder gebraucht oder auch neu. Und wenn man bedenkt, haben schon bereits Fahrzeuge in den 50er Jahren original diese Punktnähte gehabt, nur muss man sich vorstellen, das waren riesen Schweißgeräte und diese Zange hatte dann quasi so in den 70er Jahren langsam in den Werkstätten einen Einzug und bis heute ist doch das aktuell. Nur diese Zange hat den großen Nachteil, sie kann nur Normalstahl oder leicht hochfesten Stahl verschweißen, weil hier der nötige Strom und die nötige Anpresskraft nicht ausreicht. Deswegen ist sie für unsere Oldtimer genau die richtige. Der Vorteil von so einer Zange, wir schweißen später mal wie original im Werk. Wir haben kaum Verzug, kaum Nacharbeit, sieht gut aus und ist noch obendran leicht zu bedienen. Jedoch muss man ein paar Parameter beachten, weil so einfach geht es dann doch wieder nicht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich will kurz was erklären. Hier sehen wir zum Beispiel an der Zange die beiden Elektroden. Die habe ich jetzt nicht immer vergrößert dargestellt. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass in der Zange ein Strom von hier nach da fließt, also von der Oberelektrode zur Unterelektrode. Und zwischendrin legen wir jetzt ein paar Bleche. Und wenn wir die Bleche da legen und die miteinander verpressen und verschweißen wollen, passiert jetzt Folgendes. Der Strom fließt von der einen Elektrode zur anderen. Dabei entsteht hier ein Widerstand. Durch den Widerstand, der recht hoch ist, wird das Blech aufgeschmolzen, es wird teigig und in dem Moment, wo es teigig ist, wird es dann miteinander verpresst. Deswegen ist ganz wichtig, dass hier die Zange, hier die Elektroden vorne einen gewissen Durchmesser haben. Und der Durchmesser der Elektrode sollte normalerweise sein, circa hier der Durchmesser an der Spitze 5 mm, weil umso größer der Durchmesser, umso leichter fließt der Strom, umso kleiner der Durchmesser, umso schwieriger hat es der Strom. Und wir stellen das Ganze jetzt mal auf die 5 mm ein. Dazu gehen wir wieder an die Zange, schauen uns das an. Und jetzt sehen wir schon vorne den Zangenkopf. Durch das ständige Schweißen werden hier die Elektroden meistens etwas breiter. Das heißt, wir müssen die von Zeit zu Zeit nacharbeiten. Da gibt es Fräsen, die tollsten Werkzeuge. Ich nehme jetzt einfach eine Feile und feile mir hier ganz kurz die Oberfläche so, dass an der Elektrode vorne eine Kappe entsteht.
Das muss man nicht jedes Mal machen, sondern das schätze ich mal alle paar Betriebsstunden. Ich schaue natürlich die andere Elektrode auch nochmal an. Da ist es genau das Gleiche. So, wenn beide Elektroden vom Durchmesser einsatzbereit sind, prüfe ich nach, ob beide Elektroden fluchten, nicht dass die eine hier wegsteht, dass genau Kopf auf Kopf liegt. Und jetzt klemme ich einfach mal zur Probe trocken einfach ein Stück Blech ein, um zu prüfen, lässt sich das schieben. Das lässt sich gerade schieben, ein Blech, weil wir später dann zwei Bleche miteinander verschweißen. Und wenn ich zwei Bleche zur Probe einlege, ja, müssen die bereits klemmen. Den Klemmdruck, den kann ich einmal einstellen hier oben an der Zange. Das heißt, über diesen Hebel stelle ich hier den Klemmdruck an den Elektroden ein. Und wir wollen jetzt nachher gleich mal zwei Bleche miteinander verschweißen. Ich habe jetzt hier oben den Abstand auf zwei Bleche eingestellt. Weiterhin kann man an vielen Zangen auch die Zeit noch regulieren. Und jetzt muss man noch eins darauf achten. Viele Zangen gibt es auch mit Lichtstrom. Da muss man immer sagen, wenn ich mit Lichtstrom arbeite, reicht oftmals der Strom nicht aus und die Zangen haben oftmals eine geringere Leistung. Weil wenn ich mal drei Bleche übereinander überlappt verschweißen will, komme ich dann schon an die Grenze. Wir haben uns hier für Kraftstrom entschieden, den stecken wir danach gleich ein. Die Zange ist eigentlich ein Problem, die ist etwas schwer. Das heißt, wenn ich quasi an Oberteile wie Dach arbeite, ist es oftmals ratsam, sich durch einen Galgen irgendwie das Ganze zu sichern. Dann gibt es natürlich hier an den Elektroden die tollsten Formen für Radläufe, für tiefe Böden. Ja, man muss nur eins im Klaren sein, umso weiter die Ausladung ist, ja, umso proportional verändert sich der Druck, der wird vorne schwächer. Also muss ich da schon mal aufpassen. Das Ganze aufpassen heißt natürlich für uns, wir müssen es überprüfen. Und dazu nehme ich zwei Bleche und mit den beiden Blechen werde ich quasi eine Schweißprobe durchführen. Das Ganze soll dann so aussehen, ich habe hier mal ein Probeblech, sieht man deutlich hier die Widerstandspunktschweißnähte, man sieht deutlich hier den Durchmesser von ca. 5 mm. Wir sehen eine Punktfolge, wo wir auf die Punktfolge und den Abstand noch gleich kommen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was die Zange schweißtechnisch so kann. So, bevor wir schweißen, müssen wir aber erstmal prüfen, ist unsere Einstellung von dem Schweißgerät auch okay gewesen. Das heißt, ist der Punktabstand, ist der Punktdurchmesser, ist die Einstellung vom Gerät okay. Das heißt, ich nehme zwei Bleche in diesen Querschnitt, wo ich später auch mal einschweißen werde. Und von diesen beiden Blechen habe ich mir zwei Blechstreifen abgeschnitten. Die halte ich jetzt mal zusammen, lege die unter den beiden Elektroden rein, drücke jetzt die Zange zu. Wie Sie sehen, habe ich etwas gewartet. Das heißt, man drückt erst die Zange zu, wartet circa eine Sekunde, weil wir haben zwei Sachen. Einmal geht die Zange durch den Strom her, schmilzt die Sache auf, teigig, und wir müssen dann warten, bis beide aufgeschmolzenen Teile miteinander verpresst sind. Jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Auf der einen Seite haben wir die Schweißlinse mit 5 mm. Auf der Rückseite, die sieht genauso gut aus. Da wird jeder sagen, okay, Ergebnis ist gut, hält. Ja, das ist aber nicht immer optimal, weil es kann ja sein, zwischen den beiden Blechen war irgendein Werkstoff, eine Farbe oder sonst was. Das heißt, wir müssen jetzt hergehen und müssen die Probe überprüfen, ob diese Schweißprobe auch okay ist. Dazu machen wir Folgendes. Wir schälen jetzt einfach mal die beiden Bleche auseinander, spannen die jetzt einfach hier in den Schraubstock, nehmen eine Kneifzange und ziehen jetzt mit der Kneifzange beide Bleche auseinander. Und wenn wir sehen, sehen wir jetzt hier die beiden Bleche. Einmal auf der einen Seite entstand ein Loch und auf der anderen Seite ist der Schweißpunkt als Punkt noch erkennbar. Das heißt, die Haltbarkeit ist hier gewährleistet. Das Ganze, was ich hier gemacht habe, nennt man auch die sogenannte Ausknöpfprobe. Und hier mit dem Ergebnis kann sich sehen lassen, weiß ich, dass meine eingestellten Parameter okay sind und ich kann jetzt am Fahrzeug schweißen. Jetzt haben wir gehört, was über die Schweißzange selber, über die Ausknöpfprobe. Jetzt gilt natürlich noch ein paar Richtlinien zu beachten.
Und zwar haben wir vorhin schon bereits erwähnt, dass der Punktdurchmesser ungefähr 5 bis 6 Mal von der Materialstärke sein sollte. Wir haben uns entschieden, 5 mm Punktdurchmesser. Und jetzt geht es darum, die einzelnen Punkte haben natürlich auch einen gewissen Abstand. Der Punktabstand ist 5 bis 6 Mal vom Punktdurchmesser. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Punktdurchmesser hätte von 5 mm, dann habe ich einen Punktabstand von 25 bis 30 mm. Auch der Randabstand hat eine Vorschrift und da sagt man 3 Mal von diesem Punktdurchmesser, also 3 mal 5 wäre 15. Das heißt, ich beginne den Rand mit 15 mm nach innen. Das liegt daran, weil wenn ich zu weit am Rand rauskomme, brennt mir das Blech an der Seite weg. Es gilt natürlich generell die Herstellerangaben. Das kann passieren, dass original in den Oldtimer, in Ihren Oldtimern, der Punktabstand etwas größer gewählt wird. Bitte niemals hergehen, auf den alten Punkten noch erneut nochmals punkten. Entweder in den Zwischenräumen punkten oder diesen Punktabstand hier einstellen. Und dann sieht das Ganze schön aus. Wir haben hier in dem Fall keine Nacharbeit. Ganz wichtig noch ist, dass beide Bleche miteinander immer blank sind. Sobald ich quasi hier in den Bereich hier irgendwelche Farbe, Lacke einbringe, stört es den Widerstand und der Punkt kriegt nicht seine Festigkeit. Es gibt, das weiß ich auch, gewisse Sprays, die man hier als Korrosionsschutz einbringen kann. Aber da beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers, weil es gibt nämlich Mittel, die müssen im flüssigen Zustand noch verschweißt werden und nicht im getrockneten Zustand. Ich habe jetzt hier die Variante gewählt im trockenen Zustand und tue das auf eine andere Art dann später mal konservieren. Ja, wir kommen jetzt zu dem wohl häufigsten Schweißverfahren, das in der Oldtimer-Szene verwendet wird, das sogenannte Schutzgasschweißen. Das Schutzgasschweißen ist aber ein Allgemeinbegriff. In Wirklichkeit nennen wir das ganze Schweißgerät, nämlich diese Schweißart MAG-Schweißen. Dieses MAG steht für Metallaktivgas. Und das Ganze schauen wir mal jetzt mal an, was wir dabei zu beachten haben, welche Vorschriften bzw. was kann das Gerät oder wie schweiße ich überhaupt richtig. Ja, beim MAG-Schweißen stellt der elektrische Strom natürlich eine Gefährdung dar, weil wir teilweise in Berührung kommen mit Bauteilen, die nicht optimal vorne an der Düse abgesichert sind. Weiterhin haben wir ein Problem der optischen Strahlenbildung. Deswegen müssen wir unseren Körper, unser Gesicht auch schützen. Und da fangen wir an. Wir ziehen nachher an eine Jacke. Das heißt, die Arme bzw. die Beine, alle offenen Stellen am Körper müssen verdeckt sein. Das heißt, ich nehme eine Jacke. Was ganz wichtig ist, noch ein paar Handschuhe mit Schweißstulpen, die über die Jacke hin drüber gehen, um später Spritzerbildung nicht in die Haut zu bekommen. Dann, wenn möglich, je nachdem, wie nah ich am Objekt bin, gibt es auch eine passende Schweißerschützende dazu. Und dann kommen wir schon zum Gesichtsschutz. So, in Sachen Kopf- und Gesichtsschutz kennen die alle diesen Schweißhelm oder diesen Schweißschirm. Ja. Hat den Nachteil, ich muss ständig hin und her arbeiten. Das heißt, immer dann, wenn ich den Brenner halte, sehe ich nichts durch den dunklen Schirm. Wenn wir hier schauen, ist auch hier das Glas vorne total schon verpickelt. Ja. Man sieht hier nichts mehr. Das heißt, wir müssen hier einmal das Glas und den Filter hier auswechseln. Der Filter hier liegt je nach Stärke zwischen 10 und 15. Ich habe mich hier für ein Glas 11A1 entschieden. Für diejenigen, die später mal mit dem Glas immer Probleme haben und das Glas springt, gibt es das Ganze natürlich auch aus Kunststoff. Aber in der heutigen Zeit ist viel besser dieses nächste Bauteil, ein sogenannter Automatikhelm. Der Automatikhelm war früher mal richtig teuer. Mittlerweile bekommt man den schon ab 50 Euro aufwärts. Hat den großen Vorteil, wenn ich schweiße, sehe ich erstmal Tageslicht dadurch und dem Moment, wo der Lichtbogen zündet, dunkelt das Ganze ab. Ich kann hier am Kopf einmal die Zeit, die Dimmung genau auf meine Augen abstimmen und somit kommt der Automatikhelm immer mehr zum Zuge. So, wir stehen jetzt hier vor einem klassischen MAG-Schweißgerät. MAG steht für Metallaktivgas. Manchmal steht auf vielen Geräten auch drauf MIG-MAG, weil wir können auch teilweise die Geräte mit anderen Sachen, mit anderen Metallen kombinieren. Dieses Schutzgasgerät, dieses Schweißgerät besteht einmal den Grundkörper hier drin. Einmal hier vorne sehen wir den Draht mit Rolle. Wir sehen da vorne Bedieneinheit. Wir haben hier ein Kabel,
mit einer Zange die sogenannte Masseklemme. Da kommen wir später gleich nochmal drauf. Und dann sehen wir hier am Gerät zwei Anschlüsse. Wir können hier dieses Gerät wahlweise an Lichtstrom wie auch an Kraftstrom betätigen. Das kommt immer mehr, gerade für kleinere Geräte, wo wir im Dünnblechbereich schweißen. Reicht Lichtstrom im Dünnblechbereich aus? Wir können natürlich hier, wenn wir später mal Stähle über 3 mm schweißen, auch auf Kraftstrom umgehen. Dann haben wir hier natürlich unseren Brennerhals, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und hier ganz am Ende steht noch eine Flasche mit einem sogenannten Druckminderer. So, fangen wir mal ganz von vorne an. Als erstes brauchen wir hier ein schweißtechnisches Gas. Wir haben uns hier entschieden für ein Mischgas aus 82% Argon und 18% CO2. Das ist ein sogenanntes Mischgas. Man könnte auch theoretisch mit reinem CO2 schweißen, wobei dieses Schweißen mit reinem CO2 hat etwas Nachteile, wie zum Beispiel Spritzerbildung, tiefer Einbrand, und das können wir eigentlich im Dünnblechbereich gar nicht gebrauchen. Deswegen habe ich mich entschieden hier für ein sogenanntes Mischgas. Die Flasche hat oben einen ganz normalen Schraubanschluss, hier oben drauf ein Handrad. Wenn wir die Flasche öffnen, öffnen wir die Flasche maximal eine Umdrehung, so dass wir notfalls im Brandfall jederzeit die Flasche wieder schließen können. Natürlich muss diese Flasche durch Umfallen gesichert werden, deswegen haben wir hier eine Kette dran, so dass die Flasche in dem Gerät standfest steht. Weiterhin haben wir hier, das nennt sich hier nicht Druckminderer, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, sondern das ist eigentlich ein Durchflussmengenmesser mit zwei Armaturen. Die eine Armatur zeigt den Inhaltsdruck an, der steht jetzt circa bei 120 Bar. Die Flasche war neu befüllt mit 200 Bar, also ist schon etwas raus. Und hier haben wir ein Durchflussmengenmesser. Und dieser Durchflussmengenmesser wird nachher auf eine gewisse Menge eingestellt, und zwar das richtet sich nach dem Draht. Wir kommen gleich zum Draht. Ich habe mich hier bei dem Gerät entschieden für einen Drahtdurchmesser von 0,8 mm und wir gehen einfach her und stellen diesen Durchflussmengenmesser auf eine Menge ein, und zwar 0,8er Draht mal 10 bis 12 ergibt dann die Menge. Also wenn ich 10 mal 0,8 nehme, ist 8, und 12 mal 0,8 kommt an die 10 ran. Ja, das heißt, man stellt hier die Menge zwischen 8 und 10 Liter in der Minute ein. Das Ganze wird hier unten an einen Stellrad gedreht, und ich kann hier durch den Verstellen hier die Durchflussmenge erhöhen und erniedrigen. Das machen wir aber nachher bei laufender Maschine, weil ganz einfach ich genau diesen Durchlauf aufsehe. Hier hinten haben wir noch ein Absperrventil, das habe ich bereits geöffnet. So, wichtig ist bei der ganzen Geschichte, wenn man das anschließt und eine Flasche neu anschließt, dass man hinterher auch die ganze Flasche auf Dichtheit prüft. So, wir sehen es hier auf der linken Seite vom Gerät, haben wir hier die Drahtspule. Ich habe mich jetzt hier entschieden für einen Schweißdraht, SG3 nennt er sich. Der ist hier leicht verkupfert, ganz einfach gegen korrosionsgeschützt. Ich schaue nach, dass die Bremse hier von diesem Gerät hier funktioniert, und hier oben werden wir nachher gleich den Drahtvorschub bzw. den Anpressdruck der Rolle einstellen, indem wir jetzt hier gehen. Und zwar öffnen wir hier diesen Stellverschluss, und da sehen wir deutlich, dass wir hier drin zwei Rollenvertiefungen haben, einmal für 0,8 und einmal für 1 mm. Ich habe mich jetzt für 0,8 entschieden, das passt. Ich setze die Oberrolle ein, stelle zu, und jetzt lasse ich hier an den Stellrad, kann ich jetzt hier den Anpressdruck an der Rolle einstellen. Mache ich zu stark, verformt sich der Draht. Mache ich zu schwach, rutscht der Draht. Ich habe einen Rückbrand vorne, das werden wir dann nachher im Betrieb dann einstellen. Ja, kommen wir jetzt zu den Bedienelementen. Wir haben hier ein sogenanntes Zweiknopfgerät. Hier oben den Stufenschalter von 1 bis 6, bei manchen Gerätschaften vielleicht auch von 1 bis 12, stelle ich die Spannung ein. Und hier auf diesen zweiten Schalter von 0 bis 10 bis 12 stelle ich einen den Drahtvorschub, proportional auch den Strom. Hier bei diesem Gerät kann ich hier noch wahlweise wählen zwischen 400 und 230 Volt, in dem Fall auf 230 Volt. Und diesen anderen Knopf mit Punktabstand, da kann ich quasi später mal beim Punkten eine gewisse Zeit das Gerät einschalten, und dann schaltet sich das Gerät automatisch ab. Das lassen wir jetzt mal auf 0 stehen. Wir beobachten jetzt nur die beiden Geräte, und wir tun jetzt mal hier auf die Stufe 2
und hier auf 2 bis 3 Stellen. Das heißt, man muss später mal am Gerät erstmal rausfinden, wie die Punkte, wie die Schweißart, wie das, der Schweißvorgang funktioniert. Das heißt, ich stelle immer das Gerät erstmal auf den Mittelwert ein, hier 2 bis 3, hier unten 2 bis 3. Das reicht für ein Dünnblechschweißen erstmal aus und wir werden nachher beim Schweißen beobachten, wie sich das Ganze ergibt und dementsprechend machen wir nachher Veränderungen. Weiterhin haben wir an unserem Gerät, ganz wichtig, eine Masseklemme, die haben wir bereits gesehen. Über die Masse wird quasi hier der Stromführend zurückgeschickt und hier vorne am Stromkontaktrohr wird nachher der Strom hier zugeführt und das Ganze schauen wir jetzt erstmal an, wie das Ganze funktioniert. Bevor wir mit den eigenen Schweißen beginnen, bedarf es meistens doch ein bisschen Wartung und Pflege. Und wenn ich hier so den Brennerhals bzw. die Gasdüse und hier den Draht anschaue, hat er schon bessere Zeiten hinter sich. So sieht ein typischer Alltag im Schweißbetrieb aus. Das heißt, wir werden das Ganze erstmal ein bisschen reinigen, indem wir hier die Gasdüse abziehen. Die Gasdüse ist manchmal geschraubt, manchmal gesteckt, das kommt auf die Ausführung an. Ja, wenn wir die schon anschauen, hat die hier lauter Ablagerungen. Also hier hat einer immer wieder die Gasdüse beim Punkten aufgesetzt, was man nicht machen soll. Dann haben wir hier vorne das Stromkontaktrohr. Das Stromkontaktrohr ist dementsprechend den Draht angepasst. Wenn ich 0,8er Draht habe, brauche ich 0,8er Stromkontaktrohr. Und dieses Stromkontaktrohr werden wir mal ganz kurz ersetzen, indem wir hier den Draht hier abzwicken. Beim Abzwicken immer eine Zange nehmen. Dann schrauben wir hier das Stromkontaktrohr ab, setzen hier ein neues Stromkontaktrohr auf. Wichtig ist, festziehen. Hier drüber, hier über dieses Stromkontaktrohr bekommt später mal der Draht quasi seinen Strom. Wir achten hier, dass diese Düsenöffnungen frei sind, weil hier strömt nachher unser Mischgas aus. Auch eine neue Gasdüse verleihen wir dem Schweißgerät und jetzt sieht das Ganze schon mal gut aus. Dass es natürlich vor Spritzer geschützt wird, müssen wir das Ganze noch ein bisschen vorher belasten, indem wir hergehen und nehmen ein Spray. So, wir benetzen das hier mit einem Trennspray. Das Ganze gilt natürlich auch hier für unsere Gasdüse. Dieses Trennspray sorgt hier, dass die Bällenablagerung von Schweißbällen später mal gut zu entfernen sind. Wir setzen das wieder hier auf. Und jetzt gibt es ein paar Grundzüge beim Schweißen zu beachten. Und zwar, einer der ersten Grundzüge ist die Haltung. Ideal wäre, wenn der Brenner senkrecht nach unten gehalten wird. Was aber oftmals schwierig ist in der Praxis, ist meistens halte ich den Brenner so ca. 10 bis 15 Grad. Und jetzt muss man wissen, wenn ich nur einen einzelnen Punkt abziehe, ja, kann ich den entweder senkrecht oder leicht geneigt ca. 15 Grad machen, muss ich nachher schweißen, dann schweiße ich bei Dünnblechen bis 3 mm sogenannte stechend, also der Rechtshänder schweißt von rechts nach links, der Linkshänder schweißt von links nach rechts. Jetzt wollen wir aber erstmal schauen, was das Gerät so bringt, wie gut die Schweißverbindung ist und da gibt es noch eine ganz wichtige Sache zu beachten und zwar der Abstand. Der Abstand von den eigentlichen Stromkontaktrohren zu dem Blech, der soll in der Regel ca. 10 mm sein. Ist der Kontaktabstand zu niedrig, ja, habe ich oftmals einen starken Einbrand, den ich hier im Dünnblechbereich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ist der Kontaktabstand zu hoch, habe ich den Nachteil, dass hier die Wurzel nicht richtig durchschweißt. Also versuchen wir nachher die Brennerhaltung und den Abstand optimal zu korrigieren. Ich mache das Teil wieder einsatzbereit. Und jetzt werden wir erstmal ein paar Punktfolgen machen, um zu sehen, ist die Drahtvorschubgeschwindigkeit und der Strom optimal auf die Schweißverbindung eingestellt. Dazu machen wir erstmal ein paar Probepunkte. Am Schweißen achten wir darauf, dass wir die Verbindung vom Stromkontaktrohr zur Masse nicht so lange wählen. Das heißt nicht, dass man quasi hinten am Auto die Zange festmacht und vorne am Auto schweißt, sondern so nah wie möglich am Schweißobjekt. Wir achten darauf, dass die Zange richtig fest sitzt, klemmt, dass eine optimale Masseverbindung da ist. Und jetzt setzen wir den ersten Punkt. Wir haben das Gerät vorhin eingestellt auf den Mittelwert 2, die Stellung 2 für die Spannung und 2 bis 3 Drahtvorschub. Wir setzen jetzt einfach mal einen Probepunkt.
So, wenn wir uns den Punkt jetzt anschauen, ist der Punkt recht groß gewählt. Das heißt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um diesen Probepunkt hier ein bisschen mehr jetzt abzuschmelzen. Ich kann die Schweißleistung erhöhen oder den Drahtvorschub ein bisschen wegnehmen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, um die Schweißleistung ein bisschen zu erhöhen. Mach denselben Punkt nebendran nochmal. Der Punkt ist schon etwas flacher, weil einfach mehr Leistung da war. Ich mache das Ganze nochmal. Und jetzt sehen wir schon, dass bei allen drei Punkten unterschiedliche Wärmezonen entstanden sind. Umso kleiner die Wärmezone ist und umso flacher der Punkt ist, das wäre der Idealwert. Weil wenn wir einen kleinen Punkt haben, brauchen wir wenig Nacharbeit. Und wenn wir uns mal auf die Rückseite betrachten, sehen wir auch deutlich hier, das Blech ist hier in dem Fall durchgeschweißt, also die Einstellung passt. Und jetzt gehen wir quasi schon mal zum ersten Verbindungspunkt. Das heißt, wir setzen die beiden Bleche mal, zwei Bleche zueinander. Probieren das Ganze nochmal aus. Lassen hier einen Spalt von ca. 0,5 mm. Und setzen hier mal einen Punkt bei gleicher Einstellung. Und siehe da, die Einstellung war zu groß, weil wir haben ein Loch reingebrannt. Also war zwar für einen Punkt auf dem nackten Blech das okay, nicht aber für den Punktabstand. Wir haben gesehen, einmal beim Starten hat der Brenner so gepfupfert. Wir sehen hier lauter Schweißperlen und haben gleichzeitig noch ein Loch reingebrannt. Das ist natürlich schade. Das ist hier so ein Übungsblech, da ist es nicht so besonders. Aber wir müssen jetzt schauen, was war der Fehler, was war die Ursache. Ich bin jetzt hergegangen und habe jetzt einfach den Drahtvorschub mal zurück auf 2 und die Spannung auf 3 eingestellt und wir machen parallel dazu nebendran nochmal den gleichen Punkt. Und siehe da, nach Verändern des Drahtvorschubs sehen wir jetzt deutlich, der Punkt ist geschlossen. Wir schauen nochmal die Rückseite an. Die Wurzel ist durch, also eine optimale Schweißverbindung. So, ich mache jetzt nochmal einen Probepunkt. Habe versucht, den Punkt jetzt nochmal kleiner zu machen. Und jetzt sieht man, im Gegensatz zu diesem Punkt, dass hier oben zu viel Material steht. Das heißt, ich war hier zu wenig drauf. Ich habe die Zeit nicht genutzt. Und ich gehe jetzt einfach mal her und stelle den Strom und die Spannung noch mal eins höher und mache jetzt noch mal einen Probepunkt. Und es sieht man deutlich, dass bei diesem Punkt, bei Erhöhung der Spannung, hier eine deutlich bessere Abschmelzleistung da ist wie da. Und so lassen wir das auch. Kleiner Punkt. Verbindung ist durch. Und so gehen wir jetzt quasi ans Schweißen. Wir kommen jetzt zum ersten Schweißverfahren, zur klassischen I-Naht oder auch Stumpfnaht genannt. Sieht so aus, wir verbinden zwei Bleche direkt stumpf aneinander. Dabei haben wir hier einen Spalt gewählt von ungefähr 0,2 bis 0,3 mm. Haben unser Gerät vorhin schon eingestellt auf hier in dem Fall 2 und 3 und machen jetzt den ersten Schweißpunkt. Dabei ist darauf zu achten, wenn wir jetzt das Teil aufsetzen, dass wir wieder dieselbe Schweißposition, Brennerabstand wieder 10 mm und auch der Neigungswinkel ungefähr 10 Grad Winkel hier haben. Und jetzt machen wir den ersten Punkt und der erste Punkt wird in der Mitte gemacht. Setzen beide auf. So, der erste Punkt ist bereits gemacht. So, und jetzt geht man her und macht quasi eine sogenannte Punktfolge. Das heißt, der nächste Punkt setzen wir daneben in einen Abstand von ca. 2 bis 3 cm. Der nächste Punkt. So wie Sie sehen, haben wir jetzt hier eine Punktfolge gemacht. Wir haben von innen begonnen. 1, 2, 3, 4, 5. Das nennt man auch die klassische Steppnaht.
Und jetzt werden die Punkte wieder aneinander gereiht, so dass wir quasi durch den ganzen Punkten eine geschlossene Vollnaht bekommen. Der große Vorteil hat bei der Steppnaht, ich bringe wenig Wärme rein, die Durchbrandgefahr ist recht gering und ich erreiche eine relativ schöne Naht. Der Vorteil von dieser klassischen I-Naht ist, dass ich auch auf der Rückseite ein geschlossenes Blech habe und die vor Korrosion eigentlich die beste, von der Korrosion her eigentlich die beste Naht ist. Eine andere Art der Schweißverbindung statt der klassischen Stumpfnaht ist hier die Abschnitts- oder Absetzreparatur. Dadurch wird mit einer Zange das Blech um die Materialstärke heruntergesetzt. Vorteil ist natürlich, ich kann hier etwas großzügiger arbeiten. Nachteil ist natürlich, dass jede Absetzreparatur auch eine gewisse Gefahr der Korrosion bildet. Wir schieben beide Bleche übereinander, so dass wir hier einen Leerspalt haben, circa von 1 mm, und versuchen jetzt hier an diesen Spalt in dieser Fuge das Ganze zu verschweißen. Von der Punktfolge gehen wir genauso vor wie bei der klassischen Steppnaht, von innen nach außen wechselweise. Die Durchbrandgefahr ist natürlich bei dieser Absetzreparatur sehr gering, weil ja quasi zwei Bleche übereinander liegen. Auch hier sehen wir eine saubere Punktfolge. Wenn ich auf die Rückseite gehe, sehe ich den kleinen Nachteil. Hier entsteht an dieser Fuge im Prinzip Korrosion. Das heißt, wir müssen hinterher die Bleche an dieser Stelle vor Korrosion schützen. Ansonsten ist es eine sehr stabile Naht und wird häufigst im Reparaturfall angewendet. Als nächstes kommen wir zur klassischen Lochpunktschweißung. Wir haben uns schon mal unterhalten über das Widerstandspunktbrechschweißen und manchmal kommt man am Auto an gewissen Stellen nicht ran. Also muss man hier statt den Widerstandspunktbrechschweißen dieses Lochschweißen machen. Dazu haben wir eine Zange genommen, haben mit der Zange hier ein Loch gestanzt von 5 mm in derselben Punktfolge wie auch beim Widerstandspunktbrechschweißen. Jetzt legen wir beide Bleche mal aufeinander und versuchen mal dieses Lochpunktschweißen hier aus. Dazu versuche ich jetzt den Brenner senkrecht zu halten und versuche jetzt das Loch zu schließen. So, der erste Punkt ist gemacht. Wenn wir uns den anschauen, haben wir schon das erste Problem. Wir haben hier einen Spalt, weil ich nicht hergegangen bin und habe das Blech richtig vorgespannt. Das heißt, beim Lochpunktschweißen müssen wir ein paar Parameter beachten. Und eines davon ist, man nimmt hier eine Zange. Hier ausgebildet ist klassisch die sogenannte Schweißer-Grip-Zange. Dazu setze ich die mal an. Und dann sehen wir deutlich bei der Schweißer-Grip-Zange, dass die Grip-Zange schön das Blech neben dem eigentlichen Loch runterdrückt. Wir machen wieder unsere Masseverbindung, schweißen die das Ganze nochmal. So, auch hier der Punkt ist schön gefüllt. Schauen wir uns mal näher an. Und im Vergleich zum vorhergehenden Punkt liegt unser Blech sauber auf. Häufige Fehler, wo auch gemacht werden, ist, man bleibt zu kurz drauf. Auch das werde ich mal kurz zeigen. Man geht her, setzt das Gerät an, zündet und bleibt nicht lang genug drauf. Natürlich sehen wir deutlich, dass hier das Loch nicht vollständig geschlossen ist. Ein weiteres Problem ist bei der Lochpunktschweißung das Zünden des Brenners. Wenn ich jetzt mal hergehe, mach die Lochpunktnaht wieder, die Zange wieder drauf,
und schaue mir jetzt mal mein Gerät an, mein Schweißdraht an, sehe ich vorne, dass ich beim Schweißen, nach dem Schweißen vorne so eine Art Kugel auf den Draht bildet. Diese Kugel nennt man auch Kalotte. Und ich gehe her und zwick beim Lochpunktschweißung diese Kalotte ab. Dadurch beim Abzwicken mit einem Seitenschneider ist der Draht wieder scharfkantig und er zündet besser. Schauen wir uns das Ganze mal an. So. Loch ist geschlossen, hat gezündet, er ist auch durch und somit habe ich ein optimales Ergebnis. Also fassen wir mal zusammen. Blech ordentlich klammern, dann den Draht immer die Kalotte zurückschneiden beim Punkt und jetzt gehe ich auch her von der Punktfolge von innen nach außen und erreiche so eine wunderbar geschlossene Naht. Diese Punkte kann man in der Regel abschleifen, dass sie wieder flach sind in dem lackierten Bereich. Im nicht lackierten Bereich kann man jedoch diese Oberfläche hier der Punkte so stehen lassen. Sieht optisch schön aus und muss nur hier am Schluss noch konserviert werden. Ganz wichtig ist noch, am Rande erwähnt, dass wenn die Bleche optisch komplett blank sind, haben wir die besten Schweißergebnisse. Jegliche Lackreste, jegliche Verschmutzungen garantieren hier kein gutes Schweißergebnis. Hier nochmals ein paar Schweißfehler, die bei der Lochpunktschweißung auftreten. Zum Beispiel wie hier war das Loch nicht ganz gefüllt. Hier war der Spalt zu groß. Hier hat man quasi über das Loch hinaus geschweißt. Und hier auf der anderen Seite ein optimales Ergebnis. Schauen Sie mal auf die Rückseite. Das sieht man auch deutlich. Hier von den Wärmezonen her die optimale Naht. Und hier bei zu großem Einbrand habe ich hier auch eine große Wärmezone. Eine Möglichkeit des Steppnahtschweißens, wie wir hier gesehen haben, ist auch das Schweißen von kleinen Vollnähten. Gerade im Längsträgerbereich oder im Schwellerbereich kann es passieren, dass der Hersteller kleine Vollnähte vorgibt, die in einen Abstand von ca. 20 bis 30 mm und eine Länge von ca. 10 mm geschweißt werden. Ganz wichtig dabei zu beachten ist, weil wir hier im Dünnblechbereich, sprich bis 3 mm arbeiten, schweißen wir hier stechend, das heißt der Brenner läuft von rechts nach links, um so nicht einen zu starken Einbrand zu bekommen. Sie haben jetzt gesehen, wir haben Ihnen jetzt mehrere Schweißungen vorgestellt, vom Autogenschweißen über das Widerstandspunktschweißen und jetzt zum häufigsten angewendeten Schweißverfahren, das Max-Schweißen. Sie haben gesehen, das Schweißen funktioniert nur bei einer optimalen Einstellung vom Gerät, bei einer optimalen Vorbereitung der Bleche und jetzt heißt es üben, üben, üben.